Und zwar kam das Ding 130 D-Mark und dann reduziert auf 69. Das ist eine Ansage. Und damit herzlich willkommen zurück in den 90ern. Genauer gesagt 1997, denn da kam dieser wunderbare Vertreter der UFO-Reihe auf den Markt. Es ist die 6975. Der Alien Avenger oder zu Deutsch UFO Docking Disc. Obwohl das auch nicht wirklich deutsch ist. Aber das ist nun mal der deutsche Titel. Ja, das letzte große Raumschiff aus der UFO-Serie. Wer uns schon länger verfolgt, der hat schon drei Sets aus der Reihe gesehen. Wir werfen auch gleich nochmal einen Blick in den Collector's Guide. Das ist jetzt in meinem Besitz das letzte größere Set. Wieder eine fliegende Untertasse, wie auch schon zuletzt, diesmal aber ein bisschen größer. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe jetzt hier direkt mal die OVP in der Hand. Die ist wieder ziemlich groß. Ihr seht das, wir haben wieder dieses wunderbare Artwork mit diesem grünen Planeten und dem roten Weltall im Hintergrund. Wenn wir mal auf die B-Seite flippen, dann sehen wir hier wieder ein bisschen was an Alternativmodellen. Ja, gerade noch so ein etwas länger gezogenes Raumschiff hinten, halbrund, vorne, ganz rund, sehr, sehr cool. Hier unten sehen wir auch noch so ein paar schöne Funktionen. Das ist sehr, sehr schön. Was mir vorhin aufgefallen ist, hier ist noch ein Preissticker. Und zwar kam das Ding 130 D-Mark und dann reduziert auf 69. Das ist eine Ansage. 130 Mark für das Ding ist schon nicht ohne. War schon nicht ohne. Es ist natürlich ein Klappkarton. Wie ihr hier sehen könnt, ist dieses typische, das ist diese typische Form der Helme unserer Sotaxianer, quasi der Aliens hier. Das ist diese typische Form, dem nachempfunden. Ich hatte ja auch in dem letzten Video zur, was war denn das? Saucer Disc zu dem sich drehenden Raumschiff, fliegende Untertasse. Es kreuzen gerade viele Worte in meinen Kopf. Hatte ich ja gesagt, das gibt es in zwei Varianten: einmal als einzelnes Set und einmal als Set mit einer aufsetzbaren Maske. Und genau so ist das hier wieder geformt. Wir sehen dann hier. Hier ist nochmal so ein Detail, ihr seht das hier unten, dieses Auge, was einen da so anblitzt, das kommt quasi aus diesem Planeten so raus. Das hat irgendwie was von so einem Schlangenplanet. Ihr seht auch hier wieder, hier oben, so einen leuchtenden Kopf eines Sotaxianers, hier unten das kleine Fahrzeug und im Deckel sehen wir noch ein paar Funktionen. Wir haben nämlich hier drei Magnete verbaut, nein, vier Magnete verbaut, die ein bisschen was an Spielfunktionen bieten. Und zwar kann man hier mit den Magneten A oben abdocken, deswegen heißt es Docking Disc. Dann kann man mit einem Magnetarm das zweite Fahrzeug hier rauslassen. Und es gibt sogar noch ein kleines Fahrzeug, was sich an der Seite versteckt, was sehr wahrscheinlich immer für unseren Androiden hier unten bestimmt ist. Sehr, sehr schön. Schöne Aufmachung. Holt mich ab, schönes Farbspiel, fetzt wirklich. Stellen wir den mal hier hin. Im gleichen Stile natürlich die Anleitung, ja, die mal wieder flach wie eine Flunder ist. Auf der Rückseite ist genau das gleiche zu sehen wie auf der Rückseite von der OVP. Und hier unten schon einmal angedeutet, dieses Andockmanöver bzw. Abdockmanöver. Wir bauen dann hier wieder im Hochformat erstmal die Minifiguren zusammen, dann den oberen Teil des Raumschiffs und dann den unteren Teil. Und wie ihr wisst, in der UFO-Serie, das hatten wir bei den letzten Sets auch schon, kommen wieder sehr viele Formteile, die natürlich auch formgebend sind bei so einem UFO zum Einsatz. Die sind alle bedruckt und groß. Man kommt also beim Bauen schnell voran. Aber wie ich ja letztens im Video zur Moment, wo steht sie? Wo steht sie? Hier, 6328 zu dem Polizeihubschraubergespann gesagt habe. Formteile sind
prinzipiell ja erstmal nichts Schlechtes. Wenn sie wie hier wirklich sehr formgebend sind, kann man da ja wirklich schöne Sachen draus zaubern. Wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick in unserem wunderbaren Collector's Guide. Wer den hat, schlägt gern mit auf. Wer den nicht hat und seinen eigenen möchte, der findet einen Link unten in der Videobeschreibung. Die Seite ist 380 und da sehen wir auch die anderen Sets, die wir uns schon angeschaut haben. Die 6900 Cyber Sorcerer war es vorhin, was ich gesucht habe. Hatten wir uns zuletzt angeschaut. Die 6915, diesen Warpwing Fighter, hatten wir uns auch schon angeschaut. Und ja, das von der Fläche her das größte Set, den Interstellar Starfighter mit der 6979, hatten wir uns auch schon angeschaut. Das war ja der mit 9 Volt und dem Fiber Optics Lichtsystem, sehr, sehr cool. Jetzt halt die 6975, unser Alien Avenger. Und der ist von der Teileanzahl her 70 Teile, ja, beinhaltet 70 Teile mehr wie das große Raumschiff. Das ist schon mal was. Ne? Das heißt, hier ist schon, auch wenn es mit großen Formteilen gebaut wurde, viel kleinteilig drin versteckt. Ja, und dann gab es noch so ein paar kleinere Sets, diesen V-Wing Fighter, den habe ich glaube ich auch. Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, der liegt hier noch irgendwo rum. Das ist ja so ein kleines Set. Den kann ich euch dann auch mal noch zeigen. Und dann gab es noch so kleinere Spielsets, die irgendwie die Lücken aufgefüllt haben. So, ich würde sagen, wir springen mal rüber zu den Figuren. Das sind vier an der Zahl. Ein grauer, ein roter, ein blauer und dann ein Androide auch mit blauem Kopf und grauem Torso. Die haben natürlich wieder ihre typischen Helme in Grau, zweimal in Grau und zweimal in Schwarz. Nein, zweimal in Grau und einmal in Schwarz. Und hier drunter verbergen sich wieder diese Trans, Neon, Orange und Green Köpfe. Sehr, sehr cool. Wieder gepaart mit den Brustpanzern. Bedruckte Beine haben wir ja auch dabei. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Der Droide, auch sehr cool. Ich finde aber, die Droiden kommen nicht an Major Kotowski ran. Ich finde Major Kotowski immer noch den coolsten. Aber auch hier gehört er dazu. Macht handlange Aufgaben. Die Figuren. Sehr, sehr schön. Und dann widmen wir uns mal dem großen Hauptset. Das kann ich jetzt hier so anfassen. Da passiert nichts. Ich zeige euch das erstmal so im Detail. Hier sehen wir schon einen der Magnete. Also hier bewegt sich auch ein bisschen was. Es kann sich wohl auch um sich selbst drehen. Aber irgendwie haut das nicht hin. Hier unten gibt es diesen großen Turntable. Aber hier, das sind die Füße. Da gibt es hier einen, hier, hier und hier. Und die sind, wenn ich das richtig sehe, ja, die sind alle in einer Höhe. Normalerweise könnte man das so um sich rumdrehen, da fehlt aber irgendwie eine Platte an Höhe. Wenn ich da eine Platte reinsetzen würde, würde sich das um sich selbst drehen können. Ja, ihr seht hier nochmal fast alles bedruckt. Oh, das glänzt natürlich auch. Aber hat einen coolen Effekt so mit dem Licht. Sieht aus wie eine Disco-Kugel. Hier diese großen bedruckten Teile. Es gibt zwei Sticker. Das sind wieder hier diese glitzernden Paneele, die so ein bisschen aussehen wie, ja, Solarmodule würde ich jetzt nicht sagen, aber die so einen Prisma-Effekt da reinholen, das hat irgendwas Spaciges. Ist sehr stimmig. Auf der Außenseite haben wir ansonsten, was ich als Kanonentürme betiteln würde, diese hier. Diese lassen sich hier so drehen, auf Turntables gelagert. Zwei an der Zahl. Sieht ein bisschen durch das Trans Neon Green aus, wie so Phaser. Ja. Und auf der Rückseite dann noch, ich würde es mal als Antriebseinheiten bezeichnen. Und natürlich unseren Kranarm hier mit dem Magneten, den wir auch gleich noch brauchen werden. Das ist schon mal die erste magnetische Funktion. Unterteil stelle ich mal kurz beiseite. Hier oben haben wir dann noch mal quasi ein kleineres Raumschiff. Das erinnert wirklich schon stark an die 6900. Er hat auch die gleichen Teile verbaut. Das sind diese kleineren Formteile hier in Transneon und in dem Light Gray mit den großen Drucken. Hier oben
haben wir dann wieder so einen thermoaktiven Sticker, der sich ja verfärbt, wenn er warm wird. Was immer eine coole Sache ist. Lässt sich immer schlecht zeigen. Der wird. Jetzt ist er grün und dann geht er so ins Rote, mal ein bisschen golden dabei. Das ist ganz cool. Ich kriege den sogar teilweise so ein bisschen blau hin. Das Fetzt, das haben ja alle UFO-Sets schon gehabt. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Hier oben haben wir dann unter dieser hexagonalen Kuppel noch die Möglichkeit, einen unserer Sotaxianer Platz nehmen zu lassen, der das ganze Raumschiff dann von hier oben aus auch steuert. So, hier unten, wie gesagt, die drehbar gelagerten Magnete. Dadurch kann der wunderbar hier andocken. Man kriegt das ganze Set auch hochgehoben. Ich würde es jetzt nur nicht viel höher heben. Ja, doch, geht. Ne? Geht. Und dann haben wir hier drin ein Fahrzeug stehen. Und die Funktion wäre jetzt, also die Spielfunktion daran ist, wir haben hier diesen Kranarm. Und mit dem, der ist natürlich auch auf so einem großen Turntable gelagert. Und mit dem können wir jetzt hier reingehen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Der hat auch einen Magneten. Ja. Und wenn ich ihn jetzt hier hochhebe, kommt das ganze Fahrzeug hinterher. Und dann kann ich das Fahrzeug hier rausheben. Dann docke ich den Magneten wieder ab und dann kann das Fahrzeug losfahren. Das ist ganz einfach gebaut. Das hat hier diese Walzen hinten den Flügel, hat aber auch noch mal so einen thermoaktiven Sticker. Wirklich sehr, sehr cool. Nettes kleines Detail. Der ist zwar schief aufgeklebt, aber das ist jetzt erstmal nicht dramatisch. Ist mir nur gerade ins Auge gefallen. Und dann kann unser Alien hier vorne Platz nehmen und kann auf eine Expedition starten. Sehr schön. Und den kann man dann natürlich auch wieder reinheben. Der verschwindet perfekt hier unten drunter, ja, in dieser Mulde. Sehr schön. Ich zeige euch das Ganze nochmal von unten. Ne, bisschen Rot ist noch dabei, viel Grau, bisschen Schwarz, ganz kleines bisschen Blau und dann diese Transneon-Teile. Wir haben dann beidseitig noch unter diesen Kuppeln, ja, Platz für die anderen beiden Aliens. Die finden da drin Platz. Das ist aber nichts Besonderes. Die haben auch keine Kommandozeile oder sowas. Die haben da einfach nur, finden da Platz. Dann haben wir hier nochmal zwei von diesen Tresoren hier, wo wiederum diese kleinen 1x2 Teils Platz finden. Vielleicht kann ich euch das mal zeigen. Hier. Auch mit so einem technischen Aufdruck. Sehr, sehr schön. Leiterplatinen könnten das sein. Das könnte die Währung sein der Aliens. Da ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und dann haben wir hier noch eine kleine Klappe, die, wenn wir die hochmachen, kann man hier das zweite kleine Fahrzeug finden. Und das ist wirklich super simpel. Also das ist eine 2x4 Plate, ein was ist das? Ein Teil modified, dieser Grill, ein bedruckter Teil, zwei Achsen mit vier Rädern. Und das ist das kleine Fahrzeug. Und es reicht dafür vollkommen aus. Unser Droide, von dem ich jetzt mal ausgehe, dass er Handlangerarbeiten ausführt, der kann hier Platz finden und kann dann hier über die fremden Planeten fahren oder eben über diesen Schlangenplaneten. Ist eine schöne Geschichte. Also selbst das kleine bisschen ist fetzig und es findet hier wieder Platz. Ja, der kann hier reinfahren, zack, Deckel zu und weiter geht's. Also, ich finde jetzt schon wieder, es hat einen super schönen Spielwert. Ich habe die Magneten dran, was mir sowieso immer gefällt. Ich habe hier einen Arm, mit dem ich drehen kann mit einem Magneten. Ich habe hier diese Phaser. Ich habe hier noch ein kleines Fahrzeug. Das ganze Ding an sich kann sich drehen. Ja, es holt mich ab. Ich find die Serie gut. Auch wenn es viele große Formteile sind. Ich weiß nicht. Das erfüllt hier wirklich seinen Zweck. Formgebend. Wir haben wieder diese runde UFO-Form.
Wir haben trotzdem genug zu bauen. Wir haben wieder viele normale Bricks dabei und Plates dabei. Und schöne Funktionen, umfangreich, was die Spielfunktion angeht. Ein schöner Vertreter aus der Serie. Ich mag das Set schon wieder sehr. Mit vier Minifiguren geht auch hier einiges ab. Die sind alle cool. Ja, die sind, diese Sotaxianer sind wirklich alienmäßig unterwegs. Das erinnert auch an ältere Geschichten, gerade diese Logos. Ich glaube, ich habe mich damals mit Mark drunter unterhalten, der uns ja damals auch ein paar Sets zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, er meint, das erinnert ihn immer an Babylon 5, dieses Logo. Und ist quasi egal, was man für ein Weltraum-Sci-Fi-Interesse hat. Irgendwie passen die überall rein. Und ich glaube, deswegen sind die auch so nahbar. Ich finde es ein schönes Set. Wirklich. Einfach ein schönes Set. Hat einen schönen, hohen Spielwert. Es fetzt. Es macht Spaß. Gliedert sich wunderbar in die Reihe ein. Farblich holt mich das sowieso ab mit diesem ganzen Trans-Neon. Das, ja, stimmig. Es gefällt mir. Ich habe es natürlich wieder hinbekommen, das Set zu beschädigen. Jetzt wollte ich gerade drüber sprechen, dass ich es hier schaffe, ein Ding abzumachen. Dann fällt mir das nächste ab. Das ist nur auf so einem Brick angebracht hier und mit so einem Turntable. Und die passen hier in die dafür vorgesehenen Mulden rein. Da. Und das hat nicht richtig gehalten. So, das kommt jetzt hier wieder rein. Und dann ist das auch fertig. Schöne Geschichte. Einfach eine schöne Geschichte. Mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Coole Sache. Genauso wie die anderen drei Sets, die ich euch bisher gezeigt habe. Das kleine mache ich mal ausfindig. Das liegt irgendwo im Lager drüben. Dann zeige ich euch das auch noch. Tja, und dann haben wir die UFO-Reihe quasi, was die größeren Sets anbegeht, schon abgefrühstückt. Schöne Sache. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Checkt auch, wie gesagt, gerne die anderen Videos der Reihe aus. Checkt auch gerne die anderen Space-Videos aus. Da ist auch schon ein Haufen passiert. Aber da wird auch noch ein Haufen passieren. Deswegen bleibt unbedingt auf Empfang. Wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Peace.